4. Dezember 2007. 2700 Mitarbeiter der Bayer Industry Services kommen an diesem Tag in der Halle B401 in Leverkusen zusammen, um vor allem eines zu erfahren: die mit Spannung erwartete Vorstellung des neuen Firmennamens und Logos. Bevor jedoch der neue Auftritt gefeiert werden kann, wird den Mitarbeitern noch einmal vor Augen geführt, warum dieser tiefgreifende Einschnitt nötig ist. Stellvertretend für die gesamte Belegschaft stellt WDR-Moderatorin Susanne Wieseler der Geschäftsführung kritische Fragen. Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich hier in Ihrer Halle Bertha 401. Ich darf jetzt die BIS-Geschäftsführer zu mir hier auf die Bühne bitten, Klaus Schäfer und Joachim Waldi, bitte. Herr Schäfer, Herr Waldi, Sie haben gehört, gesehen, was Ihre Mitarbeiter bewegt. Ein Punkt taucht gleich öfter auf, die Tatsache, dass Bayer wegfällt als Bestandteil des Namens. Was sagen Sie dazu, Herr Schäfer? Als wir angefangen haben, über einen neuen Namen nachzudenken und uns klar wurde, dass wir uns von dem Namen Bayer dort sinnvollerweise verabschieden müssen, ist das für uns auch am Anfang nicht ganz einfach gewesen. Wenn was Altes geht, dann kommt was Neues. Da weiß man manchmal nicht so genau, in welche Richtung das geht. Ich kann aber sagen, das, was für uns kommt und das, was wir heute an neuen Namen und Marken hier vorstellen werden, wird für uns passender sein als das, was wir in der Vergangenheit hatten. Also ein Name, den man mich kennt, mit dem kann man natürlich auch nichts verbinden. Aber es geht hier ja um mehr als um einen neuen Namen. Es geht um unsere Firma, es geht um unsere Werte. Wir wollen auch die Vergangenheit nicht vergessen. Wir wollen das Gute bewahren und Neues dazu entwickeln. Wir sind noch nicht sturmfest, aber wir bauen auf Ihre Qualität, Ihre Kompetenz. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir wollen schlicht für den attraktivsten Chemiepark stehen. Wenn Sie jetzt schon vom Standort sprechen, dann ist das für mich die Gelegenheit, die Leiter der drei Standorte zu uns zu bitten, in Krefeld-Uerdingen, in Dormagen und in Leverkusen, Ernst Griegert, Walter Leidinger und Stefan Dreseli. Herr Griegert, Herr Leidinger, Herr Dreseli, ja, kommen Sie ruhig alle näher, dann sehen wir Sie auch. Was macht denn den Chemiepark mit seinen drei Standorten zu was Besonderem, Herr Griegert? Was macht Sie aus? Ja, Frau Wieseler, zunächst mal kompetente, motivierte, freundliche Mitarbeiter. Das sind Sie alle. Dann aber auch, wir sind der größte Chemiepark hier im weiten Umfeld, Europa. Größe ist ein Vorteil, wenn man sie richtig spielt. Das haben wir vor. Ich denke, wir haben eine hervorragende Infrastruktur in Dormagen. Und wenn Sie einmal im Werk sind und da vorbeifahren, dann sehen Sie es einfach. Und in dieser wunderbaren Infrastruktur haben wir in diesem Jahr mehr als 20 Millionen Euro investiert. Man muss das einfach zergehen lassen. Wir haben 1,5 Millionen investiert in der Modernisierung der Ausbildung. Das heißt, für hochqualifizierte junge Menschen, wie sind unsere Zukunft? Wir haben schon zwei konkrete Projekte in Arbeit. Das eine ist unser Steinkohlekraftwerksprojekt, was wir mit unserem Partner Trianel planen. Mit diesem Projekt werden wir auf umweltfreundliche und kostengünstige Art Energie produzieren. Ja, und ich glaube, dass wir einfach gemeinsam mehr sind als jeder Einzelne für sich. Ja, dann darf ich mich bei Ihnen dreien bedanken für die Statements zu den Standorten. Herr Griegert, Herr Leidinger, Herr Dreseli, vielen Dank. Höhepunkt der Veranstaltung war jedoch die Präsentation der beiden Imagefilme, an deren Ende erstmals die neuen Namen preisgegeben wurden. Meine Damen und Herren, jetzt aber wollen wir Ihnen die Marke und den Namen vorstellen. Bisher ist das nur ein Name, aber ein Name, der für gute Perspektiven steht. Für unsere Kunden, aber insbesondere auch für uns, denn wir machen die Marke. Wir laden die Marke positiv auf, wir machen sie erfolgreich und wir machen sie wettbewerbsfähig. Meine Damen und Herren, Film ab! Jede neue Idee braucht einen Raum. Einen Raum, in dem sie sich durch die Leistung vieler entfaltet.
Leistung für Chemie und Industrie. Currenta also. Aber warum? Was verbindet sich mit diesem Namen? Das hören wir jetzt vom Leiter Kommunikation bei der Currenta, von Jürgen Gemke. Heute ist der Tag. Ab 1. Januar wird unser Unternehmen Currenta heißen. Wir machen Erfolg. Wir machen den Erfolg unserer Partner möglich. Denn wir Currenta sind es, die hier im Chemiepark und bei unseren Partnern die Prozesse am Laufen halten. Herr Gemke, vielen Dank für die Antworten auf meine Fragen. Der zweite Teil der Enthüllung. Geben Sie das Kommando? Ich sag mal, Film ab. Chempark. Unter dieser Marke fassen wir zukünftig unsere drei Standorte Leverkusen, Dormagen und Uerdingen zusammen. Für weiteres Staunen sorgte der erneute Auftritt der Geschäftsführer im passenden Currenta-Outfit. Ich werde als nächstes auch an das Auto an der Seite so Magnettafeln machen, wo Currenta draufsteht, um das auch weiter bekannt zu machen. Und so blieb es nicht nur bei einem Lippenbekenntnis der Geschäftsführung. Über 40 Führungskräfte demonstrierten den neuen Servicegedanken von Currenta und servierten ihren Mitarbeitern kleine Köstlichkeiten. Meine Damen und Herren, Currenta steht für Service. Currenta steht für Anpacken. Und heute wollen wir Service mal von einer bisschen anderen Art zeigen. Und deshalb werden Sie jetzt gleich die Führungskräfte, die Segmentleiter, werden Sie gleich bedienen. Und deshalb erstmal Schürzen an. Also ich kenne die Damen und Herren natürlich nicht alle namentlich, aber ich finde, sie machen sich ganz gut. Herr Schäfer, oder? Die kann man schicken mit dem Tablett, ne? Was meinen Sie? Sieht hochprofessionell aus. Und wie hat den Mitarbeitern dieses rund zweistündige Event gefallen? Mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Ich war eigentlich überrascht über das, was man den Mitarbeitern hier geboten hat. Da hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet. Es ist gut gemeint, es ist sehr gut organisiert, top organisiert, muss ich wirklich sagen. Naja, gemischte Gefühle. Vor allem, wenn man fast 40 Jahre bei Bayer gearbeitet hat und dann noch mal wieder die Firma wechseln muss. Aber es ist soweit okay. Ich fand die Veranstaltung sehr interessant und auch, ich sag mal, wie das dargestellt wurde, sehr progressiv halt. Allein die Farben sagen das ja schon, orange, Progressivität, das Blau. Zurückhalten und kühl so ein bisschen, also progressiv und kühl bedacht, so habe ich das Ganze verstanden.